Bianca und Steve sind unterdessen wieder mal am Weg ins Krankenhaus des göttlichen Heilands. Diesmal handelt es sich jedoch nicht um einen Notfall, sondern um einen vereinbarten Termin. Denn gemeinsam mit Diplom-Hebamme Judith Berger will sich auch Bianca heute ein Bild vom Kreißsaal und den verschiedenen Möglichkeiten der Entbindung machen. Schließlich ist es bei ihr auch schon bald soweit. Servus. Hallo. Grüß dich. Servus. Ihr wollt heute Kreißsaal-Luft schnuppern. Ja, genau. So, ein riesengroßes Kuschelbett. Ja. So schaut's aus hier, Michael. Das ist eins von den drei Zimmern, die wir haben. Mein erster Eindruck vom Kreißsaal ist, es ist wunderschön. Wow, ich bin begeistert. Oh. Und wie ist es? Bequem? Ja. Nein? Oh ja. Super. Siehst, du brauchst so viel Platz, das gibt's ja nicht. Na Pech. Da tue ich jetzt gebären. Komm, jetzt kannst du kommen. Komm. Das hätte ich mir nicht so vorgestellt. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ein bisschen ein Gynäkologen, so ein Frauenarzt-mäßigen Stuhl da. Und das war's. Aber es ist wirklich wunderschön. Du kannst dich dann hier hinsitzen. Ja? Setz dich mal drauf. Und du müsstest dich dann dahinter. Was dahinter? Ja, du setzt dich hinter. Das ist ja gefährliche Geschichte. Das heißt, ich sitze dann in etwa so irgendwie ja, da. Genau. Man kommt so, was das so mit dem Baseballhandschuh. Geht schon. Im Krankenhaus des göttlichen Heilands steht für Bianca und Steve eine Ultraschalluntersuchung an. Vorgenommen wird diese von Dr. Lass, der schon viele Jungmütter durch die Schwangerschaft begleitet hat. Noch realisiert Bianca nicht ganz, wie bald es auch bei ihr soweit sein wird. Denn schließlich ist sie bereits in der 39. Schwangerschaftswoche. Wir machen Ultraschall gleich in unserem Ultraschallraum. Kommt am besten gleich mit. Ja. Gehen wir rüber gleich. Super. Ja, bitte Platz nehmen hier. Entschuldigung, darf ich da hier sitzen? Bianca, darf ich deinen Mutter-Kind-Pass haben? Ja. Wie läuft deine Schwangerschaft bis jetzt? Probleme gehabt oder alles bestens? Eh, ganz gut. Bis auf ganz gut. Einmal, da habe ich geglaubt, ich habe schon die Wehen. Mhm. Ja, und dann habe ich halt von meiner Hebamme erfahren, dass es der Muttermund um eine Fingerkuppe da schon offen ist. Das darf ja sein, aber du hast keine 3 Minuten bis alle 5 Minuten weh gehabt. Das nein, nicht. Das okay. Gut. Die Bianca kommt erstens mal mit dem Vater. Das ist schon mal nicht immer gegeben, muss man ehrlich sagen. Das ist schon sicher mal ein großer Vorteil. Das Zweite, sie wirkt auch gut überlegt. Sie hat den Mutter-Kind-Pass gleich mitgebracht, hat alles da. Und ich glaube, dass sie gut weiß, was ihr bevorsteht. Obwohl man sagen muss, viele junge Mütter sind recht gut überlegt, die im Young Mom-Programm laufen, weil die einfach gut vorbereitet werden hier im Haus und im Haus Lena vor allem auch. Jetzt sehe ich mein Baby. Mein Baby. Da ist schon das Köpfchen, eine Schädellage, perfekt. Mein Wutti. Und durch die Größe vom Kopf kann man dann sehen, wie in welcher Woche ich bin, oder was? Ja, wir müssen mal das Kind abschauen und sehen, wie groß die einzelnen Teile sind. Dann können wir ungefähr eruieren, ob die ausgerechnete Woche stimmt. Mhm. Gut, das ist das Köpfchen von oben. Boah, das ist ja groß irgendwie. Das ist ein richtiger Ball. Schau genau von oben drauf, das ist die Vogelperspektive. Mhm. Das misst man den Kopf von Seite zu Seite. Aber das macht eh nichts ein Kind, oder? Ja, wenn man so. Nichts. Gut. Das ist ja groß. Was ist das Schönste, dass man das so schlagen sieht? Das Herz ist so Herz. Das Herz schlägt schön, regelmäßig, perfekt. Und da sehen wir noch was Lustiges, und zwar was sehen wir da? Ist es die Hand? Nein, das sind die 4 Fingerchen, sind das. Genau. Ja. Die Hand? Die Hand, ja, genau, die Hand von vorne. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, das kann man nicht ausdrücken. Das ist, ich weiß nicht, einfach ein tolles Gefühl, dass man weiß, dass es ihr gut geht und ja. Die Bianca hat freudig reagiert. Das ist auch ein optimaler Zustand eigentlich. Es gibt auch manchmal Frauen, die reagieren nicht freudig, wo man sich dann Sorgen machen muss, aber sie hat freudig reagiert. Und ich glaube, sie freut sich aufs Kind eigentlich optimal. Wenn man die Farbe drauf gibt, sieht man das hier, ist ja doch Blutung der Nabelschnur. Oder das Kind seine Leichter Finger. Hast du es gesehen? Bewegung der Finger, genau. Ja. Wie ich jetzt die Bilder gesehen habe, schwarz-weiß, von unserem Kind, bin ich sehr, sehr überrascht, dass alles in Ordnung ist, dass es ihm gut geht, also ihr gut geht. Ich freue mich jetzt wahnsinnig. Am liebsten würde ich jetzt da hier gleich, dass sie raus da kommt. Aber es geht noch nicht. Aber ich freue mich auch schon, wenn sie da ist und dass ich sie knuddeln kann.
eine gute Idee. Das haben wir noch auch noch nicht gehabt. Da? Nein, überhaupt nicht. Also das ist schon. Und da habe ich mir das Beste jetzt so rausgesucht von den Linien. Mhm. Und würde gern den. Dem Stück. Also das Stück würde ich gern haben. Das ist eine einmalige Idee. Also ich habe noch mit sowas nie begegnet. Also ich finde das geil. Also das schade, dass es nicht mir eingefallen ist. 18 bist du ja schon, wenn du Papi wirst, oder? Ja, ich bin 21. Gut, super. Freundin ist 17. Ja. Nächstes Jahr wird es 18. Junger Papi. Deine Frau ist 17? Ja. Puh, aber es ist schon ziemlich früh, habt ihr angefangen, oder? Ja, ich hab's mit 15 kennengelernt. Ja, trotzdem. Ich finde schon, das schon zu jung. Also als Papa mit 21 ist nicht so jung. Aber die Mädchen ist für mich ein bisschen zu jung. So, ich bin soweit. Also wenn die Größe passt, dann ja, auf jeden Fall muss man so sein. Ja, das ist schön. So, also, dann gehen wir in den Raum rein. Super. Viel Spaß. Und schauen wir. Das werde ich haben. Okay. Jetzt hast du deine Frau gestochen, jetzt steche ich dich. Aber das wird nicht so wehtun. Du sollst deine Hand richtig ausstrecken, so. Ja, warum willst du ein Tattoo haben? Ich habe mir das ausgesucht, weil jetzt unser Kind dann bald kommt. Und ich habe mir das als Vater überlegt, den ersten Herzschlag zu nehmen. Die Idee habe ich noch nie gesehen. Also das ist schon einmalig, würde ich sagen. Also schon fabelhafte Idee. Von der Optik her gefällt dir, wie das aussieht? Perfekt, ja. Also ist es kein Problem, dass er so ein bisschen zackig ist, wie das Chromatograph runtergebracht hat oder keine Ahnung, wie das soll genau so sein, dass man das schön sieht. Okay. Also ich hoffe, dass du keine Angst hast von den Nadeln. Nein. Ist nicht eine schlimme Sache. Also das ist ungefähr so kratzendes Gefühl. Das Wichtige ist, wenn du husten musst oder zucken musst, dann musst du schon vorher deine Hand hochzuheben, dass ich weiß Bescheid, dass ich das Nadel rausziehen muss. Ich habe eher weniger Angst vor Nadeln, wenn ich weiß, dass das nicht so dick sind, die Nadeln, wie beim Arzt oder Spital. It hurts with every heartbeat. Also auf den ersten Blick schaut es sehr, sehr schön aus. Also ich freue mich total. Das ist ein Wahnsinn.